Ja, moin liebe Freunde der Apokalypse und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Deponia Doomsday. Ha, ich hab's geschafft diesmal. Wir fahren fort. Wie lange dauert's? Das kennen wir schon alles. Krass, aber das ist wie das ist. Das kennen wir schon. Wir fahren auf jeden Fall fort, liebe Freunde der Sonne. Ja, wie man sieht, wir haben einen neuen Bereich betreten. Wer hätte es gedacht? Noch ist hier gar nichts im Eimer. Vielleicht brauche ich den Eimer für die Ziege oder was? Go, go, Rufus Gummiarm! Ja, wahrscheinlich. Nix. Dieses ganze Zeitgeld. Tja. Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Um Arsch. Aha. Und Schlag. Habe ich was getroffen? Nicht, solange du spielst, um zu gewinnen. Spiele, um gewinnen, schätzen zu lernen. Aha. Und Schlag. Habe ich was getroffen? Nicht. Spiel. Stör ihn nicht. Schlägt er? Nicht. Und Schlag. Habe ich was getroffen? Nicht, solange du spielst, um zu gewinnen. Spiele, um gewinnen, schätzen zu lernen. Mhm. Und? Habe ich was getroffen? Nicht. Spiele. Schrottball, Student. Tja. Also irgendwie müssen wir die Uhr umstellen. Hier können wir leider noch nichts machen. Bla 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 bla. Keine Ahnung. I don't know. Ein Schnabeltierkorb, wofür der wohl gut ist. Für eine Falle. Ich bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Das würde das Rad nur blockieren. Ich würde niemals etwas blockieren, was noch gar nicht läuft. Mhm. Ich bezweifle irgend... Das ist schon anormal ge... Tolle Reaktion. Ich sollte sauer auf sie sein, aber sie entwickelt immer diese niedliche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, wenn sie trotzig ist. Ah ja. Rufus, du hast interessante Vorlieben. Diesen Blick jetzt mal. Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Ja. Dieses lieber den Krempel in der Hand als denselben Krempel auf dem Dach. Mhm. Ich bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Rufus, bist ja gemein.
Hey, Finger weg von unserem Schrottballtrainingssack. Hey, 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 hey. Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des... Genau, nur mit... Um Arsch. Hey. Willst du mal was... Ja. Stör ihn nicht. Er muss sich... Schlägt er auch mal? Nicht. Was hat es mit dieser dämlichen Brille auf sich? Sie hilft mir, mich auf mein Ziel zu fokussieren. Indem sie dich faktisch erblinden lässt? Dafür schärft sie all meine anderen Sinne. Und schützt gegen Hirse. Ich bin... Mich deucht, du... Mich deucht vor allen Dingen, ja. Ich habe keine Ahnung. Mal wieder. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Aha. Go, go, Rufus Gummiarm. Ja. Nix. Dieses ganze Zeit... Da kann ich nicht runter. Kann mir einer bei deinem... Wie lange... Fenster? Was? Das ist es schon. Was würde rein theoretisch passieren, wenn ich an den Zeigern der Uhr drehte? Sie würde nicht mehr die richtige Uhrzeit anzeigen? Zum Beispiel. Ich habe gerade einen kompletten Hänger, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird es Zeit, die Fackel an die nächste Generation weiterzugeben. Wie in all meinen Lieblingsfilmen. Alf 4, die Fehlgeburt, Cowboy Dodo und die außerirdischen Betonköpfe. Oder Space Teddies, Karawane der Kidnapper. Ja, alles klar. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ach ja, der Ballon. Nein, nicht der Ballon. Vielleicht kennst du einfach nur nicht die richtige Art von Ballon. Mittlerweile vermute ich, dass das mit dem Schnabeltier gar nicht so richtig war. Dass ich das vielleicht hätte nehmen sollen für oben. Es war halt so naheliegend. Er sieht nicht besonders motiviert aus. Bestimmt fehlt ihm eine lange Ansprache, in der es um die angespannte Marktsituation geht. Ja, bestimmt. Das wird helfen. Ich will Sie nicht mit diesen profanen Allerweltsproblemen von Ihrer Aufgabe ablenken. Irgendwie bezweifle ich, dass sie mir dabei helfen wird. Ja, ich auch. Es kommen gerade irgendwie so überhaupt nicht voran. Stör ihn nicht. Er muss... Schlägt er... Nicht, wenn du... Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Wie er wohl sein Gold wiederfindet, wo er doch keine Regenbögen sehen kann. Und Schlag! Habe ich was getroffen? Nicht. Spiel. Es gibt mehr als eine Methode, um verschlossene Türen zu öffnen. Leider erfordern die meisten davon trotzdem einen passenden Schlüssel. Jo. Sieh schon wieder. Sehe ich richtig zu und komm. Ja. Schwarzes Brett. Fotos von Baby Wombats. Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Was? Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Willst du mit mir... Der Teil des Rätsels war leicht. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Und...
Schlag. Hab ich was nicht? Also was wird das hier? Die Groß... Genau. Stör ihn nicht. Er schlägt nicht. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich? Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht! Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden, denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja, wir können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Aha. Frisches Pausenbrot. Mal sehen, ob das für ihn gut ist. Der braucht keine Hilfe. Der schafft das ganz allein. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus. Rotzenden laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Da ist schon Salat drauf. Er ist romantisch. Und er kann kochen. Oh, geil. Nicht nötig. Das ist auch so schon trocken genug. Mhm. Ich behalte meine Sachen. So wird der Schaden... Aber wofür brauchen wir das Pausenbrot jetzt? Stör ihn nicht. Schlägt er nicht weg. Hey. Vielleicht um die Albino-Schnabeltier-Dame da oben zu beeindrucken. Erstmal dieser verdutzte Blick so. Schnabeltiere essen nur altes, alles was frisch. Und dann jammern sie. Schnabeltiere essen alles was. Und dann jammern. Vielleicht eine Regenrinne. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Oh. Nicht nötig. Das ist auch. Ja, auch nicht. Hast du Hunger? Nein. Du siehst hungrig aus. Bin ich aber nicht. Man kann es ja mal versuchen. Wofür brauche ich das Pausenbrot dann? Es ist Zeit, mir etwas anderes auszudenken. Plus minus 5 Minuten. Moment. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich hoffe doch, dass es altert. In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taucht es nur noch zum Entenfüttern. Und perfekt. Ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Boah, Alter! Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Ja, aber bestimmt nicht aus altem Speck. Mal sehen, ob wir sie jetzt locken können. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Sehr schön. Wir haben sie. Das sollte doch den kleinen Mann ein bisschen motivieren. Denn wir wissen alle, Frauen können auf Männer eine moralische Wunderwirkung bewirken. Ja. Oder auch nicht. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Bestimmt.
Siehste? Jo! Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Flug. Nur nenne meinen Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbisswaldführer. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbold, oder was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Ah ja. Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Ah, die Pausenklingel. Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wolle nie etwas, was auch andere erledigen können. So, jetzt ist aber genug hier. Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus Ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser, ihr gewöhnt euch dran. Ach, herrje. Da haben sich zwei gefunden, würde ich mal sagen. Gut, da die Pausenklingel ja jetzt ging. Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Vater! Hör auf, mich Junior zu nennen! Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Schöne Andeutung. Einer meiner Lieblingsfilme. Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Ist nicht dein Problem, Alterchen. Du möchtest gern... Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wer weiß, vielleicht benutzt er ja selber eine Zeitmaschine und hat sich heimlich verjüngt. Zuzutrauen wäre es ihm. Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Mit? Das ist noch kein Fall für den Aschenbecher. Bemerkenswert, wo doch heute Grilldonnerstag ist. Pfeife, genau. Haha. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. Ja, Vogelaufkleber, die kann man mitnehmen. Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei. Ja, und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Aber einfach instant kam er reingedonnert. Oh nein, geil. Oh, scheiße. Das war gut.
Ah, schön. Meine alte Pfeife. Das wäre jetzt genau das Richtige. Nach all dem Ärger mit meinem Junior. Zu dumm, dass ich keinen Tabak mehr im Haus habe. Und sogar die Nikotinkaugummi sind mir ausgegangen. Ah ja, Meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wow! Ganz schön kräftig, der Tabak! Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. So, lululululululu, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Aha. Und mit Frauen, natürlich. Bitte? Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Meine Damen und Herren, der nächste Joker. Alter. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Yippie! Ja. Bisschen durchgeknallt, der Gut. Alter. Was ist das gemein, Alter? Alter. Was ist das gemein? Oh nee, ey. Das arme Tier. Sie sind hübsch, sie sind bunt und was noch wichtiger ist, sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Ja. Ich behalte meine Sachen, so wird der Herrlich. Psst, McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Mhm. Ich frage mich, warum ich das Gebiss nicht einsammeln kann. Aber naja, gut, liebe Freunde, ich werde jetzt diesen Part beenden. Bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir jetzt gucken werdet. Und ich sage dann einfach euer Lars, sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dato, tschö, Freunde.